An welches Teil denkt ihr, wenn ihr an Lego denkt? Bei mir ist es dieses hier, der Brick Armor 2. Er steckt in einer unvorstellbar großen Anzahl an Lego-Sets und kein einziges kommt heutzutage mehr ohne ihn aus. Doch leider wird er dennoch viel zu sehr unterschätzt. Deshalb möchte ich euch in diesem Video zeigen, was für ihn als bestes Lego-Teil spricht. Was kann man damit machen und wie steht's mit seiner Geschichte? Also ich würde sagen, ihr bleibt dran und los geht's. Zunächst müssen wir zwei Arten des Amazon-Bricks unterscheiden. Zum einen gibt es den regulären, den habt ihr sicher alle zu Hause. Er hat die Nummer 3004 und sieht von unten so aus. Allerdings existiert auch ein Teil namens Brick Armor 2 Without Bottom Tube. Dieser ist laut Bricklink wesentlich älter und hat die Nummer 3065. Seine Unterseite hat eben keine Bottom Tubes, was ihn von der ersten Variante unterscheidet. Im Folgenden schauen wir uns beide genauer an. Beginnen wir mit einem kurzen Blick in die Geschichte. Für die Watchtime und so. 1954 ist der Brick Armor 2 Without Bottom Tube zum ersten Mal in der 700-5 Gift Package Lego Merston erschienen. Seitdem wurde er in knapp 800 Sets verbaut. Ihr merkt schon, heute blicken wir fast an den Anfang der Geschichte von Lego. Zum Vergleich, das allererste Lego-Set aus den heutigen Plastiksteinchen hat den Namen Automatic Binding Bricks und kam 1949 auf den Markt. Der klassische Amazeyer-Brick tauchte erst 1963 in der 450 Deluxe Building Set auf. Doch diese Verspätung hindert ihn nicht daran, bis heute in, jetzt kommt's, 5682 Sets verbaut zu sein. Was eine krasse Zahl, oder? Das sind fast jedes Teil des großen Hogwarts-Schlosses ein ganzes Set. Den Rekord hält die 3598 aus dem Jahr 2005, wo 104 Stück davon vorkommen. Diesen Brick gibt es ferner in so ziemlich jeder erdenklichen Farbe. So, genug Zahlen und Fakten. Was kann man damit machen? Das Teil ist wirklich sehr vielseitig. Natürlich könnt ihr damit Wände hochziehen, aber das ist nun relativ langweilig. Wenn ihr den Brick aber in Kombination mit Round Bricks verbaut, erhaltet ihr eine wunderbare, runde Mauer. Ebenfalls könnt ihr Mauerwerk erzeugen, indem ihr solche Teile versetzt anordnet. Sieht doch nicht so schlecht aus, oder? Zu erwähnen ist zusätzlich, dass mehrere von diesen Teilen sich wunderbar biegen lassen. Gerade für Snotstraschen ist das sicher gut zu wissen. Bodenbelege wie dieser hier lassen sich damit auch hervorragend zocken. Nicht minder interessant ist aber auch die Verwendung dieses Teils zur Darstellung von Wasser, wie bei diesem Mock auf den Berliner Steinewand. Steile Ebenen lassen sich damit ebenfalls sehr schön umsetzen. Ihr braucht lediglich solche Hinge-Bricks dazu. Der Brick lässt sich auch sehr simpel als Stilelement für Eckgebäude verwenden. Nur so als Idee, da das sicherlich noch besser geht. Abschließend kommt etwas, das nur mit dem Brick ohne Bottom Tubes geht. Diesen könnt ihr nämlich wunderbar als klares, durchsichtiges Fenster verwenden, da diese störenden Röhren einfach fehlen. Ihr seid also nicht mehr an die von Lego vorgehenden Fenstergrößen gebunden. Natürlich lassen sich diese Fenster auch snotten, wie ich es bei meinem Amsterdam Mock getan habe. Mehr kreative Bautechniken, kompakt gezeigt, gibt es, wo wir schon dabei sind, in dieser Playlist im i. Schaut gerne mal rein. Und nun zur Frage, ist der Amazeyer Brick das beste Lego-Teil? Naja, ich würde sagen, dass es ziemlich unfair wäre, ihn gegen die anderen Teile antreten zu lassen. Ohne ihn geht es nun mal nicht. Doch die Techniken mit ihm sind zwar vielseitig und cool, zählen aber meiner Meinung nach nicht zu den spannendsten. Die Stärke dieses Teils liegt nun mal in der Kombination mit anderen Elementen. Es ist der Grundstein fast jeder Technik, die Basis, um eine neue Bauweise zu entwickeln. Doch was meint ihr? Was ist für euch das beste Lego-Teil? Schaut euch gerne diese Videoreihe dazu an und lasst mich danach eure Meinung in den Kommentaren wissen. Ich bin gespannt, also ich würde sagen, wir sehen uns dort und bis gleich.